Okay, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge mit dem Uwe. Hallo. Moin, Leute. Nummer 3. Ich hätte es nicht gedacht, dass wir so lange dabei sind, aber... Ja, der Uwe RT. Ich bin am Start, ich gehe nicht weg. Ich bin im Business. Genau, bist im Modus. Und... Ich bin im Modus. Heute bin ich wirklich im Modus. Passt auf, Leute. Und, ich Alter, die Mobs sind schon wieder schlimm. Ich mach wieder mal Tag. Alter, was gibt's Markus, denn? So wie so ein Gott verändert die Welt einfach. Der Tönflügel, sag ich euch. Naja, genau, ne? Die flache Erde muss ja auch gesteuert werden von den Echsenmenschen. Ja, meinst du, Angela Merkel ist eine Reptiloidin? Ehrlich jetzt? Ja, die sieht so aus, ne? Die ist doch manchmal so ein Chamäleon. Safe. Ja, so die Angela Merkel. Na, die Merkel hält sich auch immer alles. Ist schon eine Powerfrau, ne? Ist schon eine Powerfrau. Ja, so. Deswegen zittert sie auch. Ja, na, ich glaube, sie hat Angst, dass sie entlarvt wird, ne, ihre Taktik, dass sie auffliegt. Ja, ne, sie wollte gerade so, ihr Körper wollte sich gerade so, verändern in so eine Echse, ne? Aber dann, sie wollte stoppen halt, ne? Sie ist fast aus ihrer Haut gefahren, kann man sagen. Ach so. So eine Schlange, ja. Sie hat sich gehäutet, ey. Wer weiß, wie sie dann aussieht. Ja, Angela Merkel so ist halt, ich hab die halt in echt gesehen, so, ne? Die hat so, ich hab so Hallo gesagt, also von Distanz, ne? Ja. Und sie so, ne, so. Ja, na, musstest du aufpassen, ne, dass du nicht gefressen wirst. Ja, Mann. Fangen wir mal an, und zwar, wir wollen über Frauenrechte reden. Was, über rechte Frauen? Da bin ich raus, Mann. Ja, genau. Über rechte Frauen bin ich raus, ist nichts für mich. Ach, Frauenrechte, ach so. Ja, was ist deine Meinung dazu? Was hältst du von, was findest du von Frauen? Also, was hältst du von Frauen im Allgemeinen erstmal, Markus? Na, die gibt's halt, ne, und die sind halt... anders als Männer, ne? Also so rein biologisch, das ist halt, liegt ja, halt in ihrer Natur. Das ist faktisch belegbar. Ja, genau. Auf jeden Fall. Und ja, da können sie halt auch nichts dran ändern, ja. Ja, sie würden es gerne, aber obwohl, ne, heutzutage in der modernen Zeit kann man das schon ändern. Ja, das stimmt. Du musst sei mal ein bisschen offen. Ja, ich will ja jetzt auch nichts verurteilen, ne? Ja, aber Frauen allgemein, so, ich finde Sexismus ist nicht cool, so, da bin ich komplett dagegen. Ich würde auch nie eine Frau, ich würde jetzt, ne, so, ich finde Frauen, sollten mir jetzt nett sein, Frauen sind auch Menschen, ja. Also, man sollte mit ihnen umgehen wie mit, mit Männern, ja. Also so, hallo, wie geht es dir so, also einfach korrekt sein, man sollte Frauen nicht ausnutzen, finde ich, weil Frauen sind auch Menschen. Ja, genau. Ja. In der Tat, ne? Also... Also, genau. Kann man mit Alpecin belegen, ne? Würde ich mal aber... ja, so. Okay. Also, ich respektiere auch Frauen schon lange, schon immer. Schon lange? Okay. Ja. Seit 3 Stunden kann ja auch lange sein, ne? Ich respektiere schon lange, also schon immer Frauen, weil... Keine Ahnung, ist halt so, was würden wir ohne Frauen machen, Markus, ne? Ja, genau, da könnte man ja gar nicht geboren werden. Was, ja, was würdest du? Ja, genau, ne? Na gut, Markus ist ja eher aus dem Reagenzglas und schlüpft, ne? Ich finde so Frauenrechte, also ist ja cool und so. No. Also ich finde es voll nice, dass Frauen auch arbeiten gehen, ne? Ja, na ja, genau. Dann hat man's Mann auch mal Ruhe, Spaß. ist cool, dass Frauen arbeiten gehen, aber Frauen sind halt keine Männer, ne? Also, ja. Sache. Street sagt ja immer, die Frauen sollen sich nur um die Kinder kümmern. Also, siehst du das? Das ist... Ja, so, also ich will jetzt nicht hier zu harte Fakten raushauen, aber Frauen wissen manchmal selber nicht so, was gut ist, ne, für sie. Ja. Ach so, quasi, dass sie dahin geleitet werden müssen oder ein klares Bild brauchen. Ja, ich finde, es gibt klare Rollenbilder so, ne, in meinem Leben so, ne, Mann, der geht arbeiten, der bringt Geld nach Hause. Ja. Die Frau, die die kocht, sieht gut aus und ja, macht, ne, alles weißt andere. Schon, das, ne. Weißt schon, Bescheid so. Sie macht die ganzen nervigen Aufgaben im Leben. Ja, Kinder austragen würde ich jetzt nicht gerne, ne? Na, und auch hier die ganzen Haushaltsaufgaben. Ja, das mache ich auch halt so, ne? Na gut, ich habe ja noch keine Frau, so. Wird noch gesucht. Ja. An dieser Stelle auch, ne? Auf diesem Wege. Hä? Wie sieht's bei dir aus, Markus? Bist du auf der Suche? Na, eher passiv, sag ich mal, also... Du lässt sich... Ah, Markus ist ein Player, müsst ihr wissen. Markus lässt sich suchen, der sucht mich. Genau. Na, das sowieso, ne? Das finde ich auch immer so blöd, ne? Warum
muss immer der Mann den ersten Schritt tun, ne? Ja, das ist halt so, das ist halt so eingebürgert, ne? Ja, aber das kriegst du... Aber ist auch natürlich, ich finde das jetzt nicht schlimm, to be honest. Aber es könnte auch anders sein, ne? Markus wäre es andersrum natürlich lieber. Markus ist ein bisschen schüchtern manchmal. Ja, na, keine Ahnung, ne? Also, es wird ja auch immer gesagt, die Frauen, die kriegen viel eher einen Mann jetzt so allgemein, als andersrum. Ja, also, es ist im Dating-Game schon leichter für Frauen, weil jede Frau, egal wie sie aussieht, ohne Witz, findet immer irgendeine arme Sau immer. Das ist halt so. Ja. Als Mann muss man schon dafür hasseln und so, da musst du denen irgendeine Scheiße erzählen auch. Musst du übel Zeit investieren. Ja, das stimmt, das ist auch so. Als Frau musst du eigentlich kaum Zeit da rein investieren, ne? Ja, du musst einfach halbwegs annehmbar aussehen, so. Halbwegs wie Mensch aussehen. Ja. Nicht wie ein Reptiloid, ne? Es gibt auch Leute, die sagen lieber widerlich als widerlich. Also sehe ich anders, aber. Ah, okay. Wie ist Markus seine Einstellung? Na, ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich habe schon Ansprüche auch. Also so ist es ja nicht, ne? Wie wäre deine optimale Frau, Markus? Was suchst du? Charakterlich, Aussehen, alles, hau raus. Auf jeden die Fall. Ladies wollen wissen, Mann. Wir wollen wissen. Wir wollen auf wissen, ob sie nicht so bevormundend, ne? Sowas kann ich nicht leiden. So den ganzen Tag nur sagen. Soll ihre Rolle wissen, so. Na, nicht ihre Rolle, aber ich will's halt nicht, dass sie jetzt den ganzen Tag so vorschreibt, was man machen muss. Ne? Dass man halt so Freiheiten hat. Oho, so offene Beziehung oder was? Nein, das doch nicht. Oh, du denkst es wieder so. Ich meine jetzt zum Beispiel, ja. Wieso machst du jetzt das? Wieso machst du jetzt das, ne? Kein Plan, so vorschreiben halt. Ja, ja. Aber soll schon charakterlich cool sein, soll es ja auch vielleicht YouTuben oder. Ja, das wäre auch geil, wenn man so gemeinsame Hobbys hat, ne? Ja, was sind deine Hobbys? Also YouTuben. Ja. Schwimmen gehen, dies, das, ne? Ja, genau, solche Sachen. Ja, auf jeden Fall, Leute, zu Hause schaut her, Markus ist solo. Und jo. Ja. Okay, ja, und jetzt kommen wir die ganzen Kommentare mit Fake-Accounts, so, oh, ich will dich. Ja. Ey, was Fake-Accounts? Ich glaube, echte Ladies wollen auch was von dir, so. Na, aber wenn bist man... Bist ein attretter Dude? Irgendwie muss man heutzutage auf der Hut sein, ne? Viele... Wie auf der Hut sein? Faken auch, so Sachen. Was Fake? Hast du schon Treffen mit 40-Jährigen, die Wirklichkeit, wo du dachtest, die sind 15 oder was? Nein. Aber man merkt das ja so, ne? Ja, das Tweetmaster wird bestimmt das perfekte Accounts machen, ich kenne den Bruder. Aber eben, er wird ja auch Vater, also Shoutouts, ne? Der ist schon eine Respektperson, finde ich. Für dich, Markus, aus für uns. Ne? No. Ja, genau, also da ist er schon mal mir einen Schritt voraus. Vater bist du noch nicht geworden, hat noch nicht geklappt bis jetzt. Ja. Ich bin nur Vater Abraham, ne? Auf jeden Fall. Ja. Alter, wir sind ja hier, das wusste ich gar nicht mehr. Jo. Orientierung verloren und gewonnen. Statement. Naja. Dann würde ich sagen, ja, was ist denn so deine Vorstellung von einer Frau? Soll ich einen Namen nennen? Spaß. machen wir lieber nicht. Ja. Halten uns bedeckt. So äußerlich, charakterlich. Ja, ich bin halt, so halt. Mich akzeptieren, so wie ich bin, halt so Standgelaber jetzt. Ja, genau. Das finde ich auch. Keine Ahnung, halt einfach eine coole Frau sein, also eine coole Chick sein, einfach nicht so einen Stock im Arsch haben, auch mal über ein paar Witze lachen können. Ja, genau, guter Humor ist immer wichtig. Cool drauf sein, einfach die was zu tun hat, so, ne? Also die ja irgendwas im Leben macht so und nicht einfach langweilig ist und ja, so soll sich auf sie aufpassen, so, also körperlich sich nicht gehen lassen, so Sport machen wäre cool. Weil ich mache auch immer Sport, schon mein Leben lang so, und ich finde, das wäre nur fair. Und ja, es muss einfach passen, so ist. Man merkt es halt einfach, wenn es passt und wenn nicht. Dann so, merkt vielleicht so. Aber man täuscht sich auch öfters. So. Aber einfach locker rangehen, man ist jung und ja. Brutal und gut aussehend, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist mein Lebens- und meine Einstellung. Ja. Sorry, ich war gerade auf Instagram, ich war gerade abgelenkt. Ah, hast du gleich mal Beispiele rausgesucht, ha? Nee, ich folge gar keinen. Obwohl, ich hab
So, im Auge habe ich jetzt gerade niemanden zu direkt. Ja. Nur so indirekt. Ach so. So, aber das wär schon Whisky so, aber... Okay. Maybe. Machst du auch schauen. Ich weiß vielleicht, wen ich meine, wahrscheinlich. Und du, Markus, du bist ja auch am Schreiben. Sehr erfolgreich, ne? Ja, ich such dich manchmal anzuhalten, so, ey, mach das, mach dies. Aber, ja. Markus hat seinen eigenen Kopf, das ist ja auch gut, ne? Ja, genau. Willst du auch mal einen eigenen Kopf haben? Ich kann dir einen Kürbis geben. Ey, aber sobald ich dabei bin im Let's Play, ist Markus auch lustiger, oder? Ist doch so. Ich bin generell mit anderen Leuten immer lustiger. Ja gut, ja, nicht Markus, immer. Markus, der blüht halt auf in der Gruppe so. Markus, sobald er in der Gruppe ist, dann will er auch immer so die Show stehlen, so, ne? Kennt es. Echt? Schätze mich so ein. Oh shit, sorry. Ich will mal die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Oh was? Fuck, Alter. Ich hab grad, och. Alter. Halber Philipp am Tor. Da kann der Villager auch nur, seufzen. Ne, der sagt, ha. Huh. Ja. Ey, seid ihr dafür, dass wir ein Let's Play machen, wo wir nur Villager-Geräusche machen? Ja. Dann hittet den Like-Button, ja? Dann genau. Subscribed, ja, abonniert, favorisiert. Es kommen noch viele Videos. Und ja, seid ihr eigentlich dafür, das habe ich glaube ich schon gefühlt, die letzten zwei Let's Plays gefragt, dass wir mal ein Real-Life-Video machen, so ein Vlog oder sowas. Jo, ja. Leute, wir hatten jetzt mal wieder einen Cut, es gab schon wieder eine unerwünschte Begegnung in meinem Zimmer. Das ist öfters hier der Fall. Und ja, wo sind wir stehen geblieben, Markus? Ja, wir waren beim Abmoderieren, ne? Beim Abmoderieren? Sicher? Ja. Oder nicht? Willst du jetzt hier ein Statement raushauen? Nee. Alter, hier ist ja noch die Pyramide von der Pixler damals. Illuminati, ne? Ah shit, du hättest ein Haus bauen müssen. Oh scheiße, was ist das denn? Oh. Der Uwe macht schon wieder Faxen. Nein! Oh, was? Nein, jetzt müssen wir Clickbait anwenden. Drüber. Gertrud sprengt den Uwe. Alter, ja. Der Pixler. Die ganze Base ist weg von dem. Was? Egal, da habe ich was zu tun in den Folgen, das ist doch auch schön. Kann ich das wieder aufbauen. Ich bin gespannt, wie viele Likes das kriegt, wie viele Klicks. Ja, ich bin gespannt, Alter, wie ein Flitzebogen. Ja. Ich bin gerade erst am Warmlaufen. Da kommen wirklich noch ganz andere Sachen auf mich zu, Jungs und Mädels. Und diverse. Da kommen noch ganz andere Dinge auf euch zu. Ja. Also bei den Real-Life-Videos, da wird, also, das wird krank. Geisteskrank, ey. Geisteskrank. Kann ja, man also, da kann man euch mal das Nachtleben in gewissen Großstädten zeigen oder so. Oh. Markus ist halt so ein Typ, der besucht halt so, ja. Was? Lokalitäten, so, Dinge. So ja, Orte. Ich such danach, ne? Das ist mein täglich Brot. Sowas. Also täglich Brot gibt uns heute. Bist du eigentlich gläubig, Markus? Das ist eine gute Frage. Nö. Gut, nein. Ich glaub nicht, oder? Warum? Nö. Weil... Zu bekehren. Ich, halt nicht so erzogen bin. Ja, und mich hat das halt auch nicht überzeugt, dieses Weltbild. Ach ja. Ja. Du weißt schon, dass die Erde aber trotzdem flach ist, ne? Das sowieso, ne? Das ist ja wichtig zu wissen. Das ist faktisch belegbar, ne? Alles andere nicht. Ey, yo, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Cut hier an der Stelle, ja? Wir machen jetzt mal einen Schlussstrich, Jungs. Genau. Es war mir eine Freude, ja? Es war mir eine Freude. No. Und ja. Ja, danke für den Besuch. Der Kanal wird wiederbelebt, kann ich nur sagen. Und ja, der war nie tot, würde ich sagen. Ja, der war nie, ja gut, der hat schon bessere Zeiten erlebt, aber ja, ich habe eine Mission, ja. Ich habe eine Mission und das heißt, der Kanal, der wird den von Unge deutlich übertreffen. Ich werde ja aber mit Unge persönlich in Madeira reden und der wird eine Ansage raushauen, dass er einparken kann, ja. Ja, na, der soll mich auch pushen. Der soll ich gar nicht pushen. Wir machen unser eigenes Business, ja. Okay. Wir machen unsere eigenen... Mit KLS. Mit KLS, ja, auf jeden Fall, Mann. Den kriegen wir auch noch rein. Jungs, wen sollen wir hier mit ins Let's Play nehmen? KLS, Tim Gabel, wen wollt ihr haben? Ich besorg's euch. Also, ich besorg euch die Du... Also, ne Homo, das klingt jetzt wieder komisch. Aber ja. Ich würde sagen, hauen wir rein, bis zum nächsten Mal. Ja, und das war's. Ciao.